Meine erste Frage einfach mal an euch beide. Ich sage mal so, wir gucken jetzt hier in den Raum, da sitzt jeder da mit einem kleinen Gerät. Wahrscheinlich haben Sie das alles schon getwittert, die Bierflasche ist umgefallen. Wozu um Gottes Willen brauchen wir eigentlich freies WLAN? Sind wir nicht alle schon vernetzt? Ist das einfach nur ein PC-mäßiges Thema, so ein bisschen wie Open Data? Klingt gut, haben wir alle im Wahlprogramm drin, wir auch. Aber ist es wirklich ein wichtiges Thema? Wie bedeutsam ist das aus eurer Sicht? Ich muss jetzt das. Ja, also ich denke mal, die Leute, die jetzt hier mit ihren mobilen Endgeräten unterwegs sind, die werden wahrscheinlich UMTS nutzen. Und das denke ich, da werden sie einen Vertrag haben, der kostet schätzungsweise so zwischen 30 und 40 € im Monat. Und die Geschwindigkeit, die man darüber erhält, ist mal so, auf jeden Fall nicht besonders schnell. Ich glaube, dass bis heute eben für viele Leute 30 bis 40 € im Monat zu viel sind und das sich auch nicht jeder leisten kann. Und dass auch die Geschwindigkeit, die einem darüber zur Verfügung steht, jetzt nicht gerade das ist, was man halt per WLAN erreichen könnte. Mit anderen Worten, WLAN könnte man viel schnellere Netze bauen. Und wenn es kostenlos wäre, natürlich umso besser. Ganz abgesehen davon lebt Berlin ja auch viel vom Tourismus. Wenn ich selber jetzt mal in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land bin, dann fängt das Roaming an, mich zu quälen. Und spätestens dann habe ich auch noch ein größeres finanzielles Problem oder Hemmnis, diese Netzzugänge der Telekom-Anbieter zu nutzen. Und ich glaube, dass ein selbstgemachtes oder von Bürgerinnen und Bürgern mitgemachtes WLAN-Netz oder eine WLAN-Infrastruktur in dieser Stadt auch einen anderen Charakter hätte als das, was man da heute halt als reinen Internetzugang konsumiert. Das hat was damit zu tun, auch mit Medienpädagogik oder sich auch mit diesem Medium noch anders auseinanderzusetzen. Und ich sehe da schon viele Chancen und auch einen realen Bedarf, dass hier sowas entstehen sollte. Ja, dieselbe Frage erstmal noch an Tobias. Ein sagen, freies WLAN, das zur Verfügung steht, könnte auch in sozialen Brennpunkten dazu führen, dass die Menschen dort sozusagen am gesellschaftlichen Leben stärker teilhaben können. Das ist natürlich eine Voraussetzung, aber da könnte man auch andere Dinge anschließen, wie beispielsweise schon die erwähnten Open Data oder Open Government Initiativen, die also sozusagen auch anschlussfähig wären dann an freie WLANs, also beispielsweise den Umgang mit Ämtern, mit politischen Entscheidungen oder mit Ähnlichem. Auch das wäre anschlussfähig an freies WLAN. Und nicht zuletzt ist das natürlich ein Faktor für Tourismus, wurde schon gesagt, aber für Wirtschaft insgesamt. Also wenn Wirtschaftsunternehmen sich darauf verlassen kann, in einem bestimmten Umfang Netzzugang zu haben, ohne dass das zu teuer wird oder nicht richtig funktioniert, dann ist das auch ein Wirtschaftsfaktor, darf man nicht unterschätzen, gerade für kleine Unternehmen, die wir in Berlin sehr viele haben, aber auch für Kreativfirmen und ähnliches, die sozusagen über die Stadt hinweg mit diesem WLAN auch arbeiten können und es benutzen können, ohne dass es sozusagen zu Abbrüchen kommt und ohne dass es wahnsinnig viel Geld kostet. Also sozusagen eigentlich ist das Netz heutzutage eine Basis für viele gesellschaftliche Bereiche. Und deswegen steht schon die Frage, ob es nicht Sinn macht, das als Gemeingut auch zu sehen und als Gemeingut hier zu installieren. Vielleicht erstmal soweit. Wie wichtig das Netz insgesamt ist, das wissen wir und berücksichtigen es auch. Wir wissen einfach, dass ganz viele Akteure, die heute zu unserer Veranstaltung gerne gekommen wären, heute nicht bei uns sein können. Deshalb können Sie uns jetzt praktisch virtuell verfolgen. Zum Thema freies WLAN. Für viele noch ein bisschen unklar, was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Wie konkret müsste es sein, wenn wir sagen, Berlin als Metropole hat freies WLAN? Wie sieht die Vision aus? Was müsste da passieren? Wie kann man sich das wirklich konkret vorstellen, Jürgen? Ja, da muss man jetzt mal ein bisschen präziser werden, über was wir genau sprechen. Also ich würde gerne unterscheiden zwischen dem WLAN-Netz in einer Form eines Intranets. Also das heißt, das WLAN-Netz als nicht automatisch gleich Internet und einen Zugang zum Internet über dieses WLAN-Intranet. Und ich hoffe, das ist verständlich. Dieses WLAN-Intranet lässt sich ja aufgrund der Technologie nur sehr aufwendig
aufbauen. Also durch die verwendete Funkfrequenz, durch die besondere Situation in einer Stadt, muss man eine sehr hohe Dichte sogenannter Access Points, das sind diese Sender und Empfänger, die man dazu benötigt, herstellen. Das heißt, man bräuchte mehrere zigtausend solcher Access Points, die in der Stadt installiert werden müssten, um überhaupt von einem flächendeckenden WLAN-Netz sprechen zu können. Wenn ich diese Aufgabe jetzt einem privaten Investor überlassen würde, dann hätte der ein großes Problem, weil bis er fertig ist, diese ganzen Access Points aufzubauen, könnte am anderen Ende schon wieder anfangen, die gegen die nächste Generation auszuwechseln. Und in vielen Beispielen weltweit hat sich herausgestellt, dass der kommerzielle Betrieb eines solchen WLAN-Netzes jenseits finanziell lukrativer Orte wie Flughäfen, Bahnhöfe, touristischer Hotspots und so weiter eben sehr schwierig ist und dass es besonders halt jetzt in reinen Wohngegenden oder so dann sehr aufwendig wäre, so ein Netzwerk überhaupt wirtschaftlich betreiben zu können. Und der Ansatz, den wir vorgeschlagen haben, ist deshalb, diese Infrastrukturaufgabe eben nicht jetzt einem privaten Investor zu überlassen, zumal es sich bei der verwendeten Frequenz um die einzige lizenzfreie Frequenz handelt, das heißt die einzige Frequenz, in der eben Bürgerinnen und Bürger, ohne jetzt groß sich da um eine Lizenz zu bemühen oder sich irgendwo anmelden zu müssen, diese für ihre eigenen Zwecke nutzen können. Deswegen ist unser Vorschlag zu sagen, die unter Beteiligung der Bevölkerung soll so ein Netzwerk entstehen. Das heißt, ganz konkret sollen eben Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bei sich so einen Access Point aufstellen und somit zu dem Aufbau dieser Intranet-Infrastruktur beitragen. Ein Dienst wie Internet kann dann entweder über einen kommerziellen Internetprovider innerhalb dieses Intranets angeboten werden oder beim Stichwort Grundversorgung könnte man sich vorstellen, dass es irgendeine durch die Stadt getragene Flatrate gibt oder sowas. Das ist aber eben der zweite Teil des Themas und ich würde auch in unserer Diskussion versuchen, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil das sonst begriffsmäßig ein bisschen kompliziert wird. Tobias, was ist für dich die Vision, wie sähe das aus, eine Stadt Berlin und wir haben freies WLAN? Was bedeutet das ganz konkret? Einfach damit man auch nochmal sich verdeutlicht, lohnt sich das für mich, sich dafür einzusetzen oder doch eher nicht? Ja, so ein bisschen habe ich es ja versucht schon zu skizzieren. Also die Möglichkeit, dass man das gesellschaftliche Leben sozusagen netzbasiert, verstärkt netzbasiert organisiert. Ich glaube, die ist sozusagen eine Chance. Und deswegen meinte ich vorhin auch, dass man die Möglichkeit hat, sagen wir mal, auch demokratische Initiativen dort anzudocken, nämlich genau mit der Idee, dass man sozusagen nicht nur den Internetzugang bekommt, sondern dass man auch einen Intranetzugang bekommt und eine Art sozusagen Stadtnetz hat, über die natürlich ganz viel anschlussfähig ist, jenseits der reinen Internetnutzung. Also genau sozusagen die Frage Umgang mit politischen Entscheidungen, Willensbildungen, die Modelle, die es da gibt, kennen wir ja, die Frage mit Ämtern, Behörden umzugehen oder auch Kontakt miteinander aufzunehmen, Interessengemeinschaften zu gründen und ähnliches. Also vieles, was heute sozusagen noch mühevoll ist, die Kontaktaufnahme in einer Großstadt, könnte sozusagen über so ein Netz natürlich sozusagen einfacher funktionieren, wenn man das sozusagen auch nicht nur als kostenlosen Internetzugang begreift, sondern als Möglichkeit, sozusagen die Stadt miteinander in Beziehung zu setzen und zu vernetzen. Und von den Zwecken, sagen wir mal, für Bildung und Wissenschaft natürlich, da ist es evident. Ich meine, jede Uni hat heutzutage ein Netz und das hat sie nicht ohne Grund. Natürlich, weil die Leute die Chance haben, über dieses Netz an die internen Ressourcen ranzukommen, die so eine Uni bereitstellt. Und das gilt natürlich genauso für die Stadt. Das lässt sich auf die Stadt übertragen. Die Uninetze sind auch nicht besonders klein. Also die FU hat 50.000 oder 60.000 Nutzer an ihrem Netzwerk angeschlossen und die haben schon die Möglichkeit, von dort auch Ressourcen zu bekommen, die sie nur dort bekommen, nirgendwo anders. Ja? Also die verbunden sind mit ihrer eigenen Institution. Das ist sozusagen eine grundsätzliche Vorstellung. Die zweite Idee natürlich zu sagen,
gerade aus dem Bildungsaspekt heraus, aber auch dem Frage soziale Teilhabe heraus, Leute anzuschließen an Wissensproduktion, an Wissensprozesse, die bisher da nicht dran sind. Also sozusagen das einseitige Medium Fernsehen, was sozusagen eine große Rolle auch gerade bei den sozial schwächeren Schichten spielt, immer noch, auch ein Stück weit versuchen zu ersetzen durch ein, sagen wir mal, zweiseitiges oder bidirektionales Medium Internet, wo die Leute die Chance haben, mehr teilzunehmen, als nur zu konsumieren. Das ist natürlich sozusagen eine Vision, das ist klar. Es reicht auch nicht, denen nur den Zugang hinzustellen. Viele haben ja schon einen Zugang, viele auch nicht. Aber sozusagen die Möglichkeit, mit dem Netz sozusagen auch zu arbeiten, es nicht einfach nur hinzugeben, sondern auch zu arbeiten. Es gibt ja mit Quartiersmanagement und vielen Sozialträgern und Ähnlichen, die sozusagen so eine Arbeit machen vor Ort, aber die Chance hätten, dann auf eine Kommunikationsinfrastruktur zuzugreifen. Da lässt sich einfach einiges denken. Und ich glaube, da also können wir wirklich weiter denken. Und ich habe das Beispiel Linz gerade mir angeguckt, die dort öffentliches WLAN installiert haben. Sie haben es nicht miteinander verknüpft. Man loggt sich also in einen bestimmten Access Point ein und ist dann auch dort eingeloggt. Man kann also nicht quer durch die Stadt fahren und die ganze Zeit Zugang haben. Das geht nicht. Aber sie haben diese Access Points und haben die bewusst auch in Gebieten, sozial schwierigen Brennpunkten installiert, damit die Leute dort die Chance haben, sozusagen die Infrastruktur zu nutzen. Und das funktioniert sehr gut. Dort hat es die Kommune betrieben. Es ist also sozusagen ein kommunal betriebenes Netz. Und die Möglichkeit, dass Kommunen sowas betreiben, gibt es. Das ist ein anderes Modell als das, was Jürgen Neumann eben vorgestellt hat. Das ist klar. Über die Modelle können wir vielleicht auch nochmal reden. Ich glaube, was für Berlin nicht besonders attraktiv ist, ist die Frage, ein kommerzielles WLAN anzubieten. Weil kommerzielle Zugangsanbieter haben wir hier, also das sozusagen gibt es bereits. Sondern die Frage ist ja eher, wie das Ganze in die Breite geht. Also wie man sozusagen wirklich in die Fläche damit bekommt, sozusagen, und wie man die Vernetzung untereinander hinbekommt, da gibt es ja bisher die Probleme. Aber über die Modelle reden wir vielleicht später nochmal. Ganz wichtig also nochmal die Betonung des emanzipatorischen Ansatzes beim ganzen Thema, dass aus unserer linken Sicht natürlich das Thema Zugang zum Netz, Zugang zu Wissen, Austauschmöglichkeit ein ganz, ganz grundsätzlicher Bereich ist, der also durchaus was mit einer gerechten, nicht nur mit einer offenen, sondern auch mit einer gerechten Stadt zu tun hat. Schon angesprochen ist das Thema, warum hat das bisher nicht geklappt? Bisher sind ja eindeutig andere Strategien verfolgt worden, also seit 06 ungefähr, 07, 08, 09. Etwa 3 Jahre lang hat ja Berlin versucht, in Kooperation mit einem privaten Anbieter im Raum unter den Linden etwa, also in einer sehr starken touristischen Struktur, wo man glaubte, dass auch die Berliner Studenten das sehr stark nutzen werden, war ja der Versuch, dort mit einem privaten Anbieter an Berliner Mastenlampen ein solches System zu etablieren. Das ist nicht gelungen. Das ist etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Juni, Juli 2010, Juli 2009, ist dieses Projekt dann eigentlich fallen gelassen worden. Am 12. Januar 2010 hat dann der Senat in der Senatssitzung gesagt, okay, wir lassen das jetzt ruhen. So ein Wettbewerbsverfahren, dass da Private das betreiben, verfolgen wir jetzt nicht weiter. Seitdem ruht dieser Weg und ihr seid aber neu jetzt mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft eigentlich nochmal neu eingestiegen. Ihr habt eine Studie gemacht, wie das dennoch machbar wäre und einfach mal alle Akteure an einen Tisch gebracht, nämlich die Verbände, euch selber als die Kundigen, aber auch den Senat und habt gesagt, also damit wollen wir es nicht belassen, so. Und nicht nur, weil Wobereit mal gesagt hat, das ist doch eine gute Idee, hätte ja auch vorher Frau Jung-Reier mal sagen können, sondern weil es ja in der Tat eine gute Idee ist und man nochmal schauen muss, wie sind die Akteure in Berlin aufgestellt, wer könnte was dazu beitragen, wie nochmal war die Story um diese ganze Studie, die ist ja dann im Dezember abgeschlossen worden, wie seid ihr da vorgegangen, wie stellt sich die Situation aus eurer Sicht für euer Modell jetzt dar? Ja, also ich wurde im letzten Jahr im Abgeordnetenhaus zu einer Anhörung eingeladen, bei der alle Fraktionen anwesend waren. Ich weiß nicht genau, wie der Ausschuss hieß.
Und da ging es nochmal um das Thema WLAN in Berlin. Und da ist eben auch deutlich geworden, dass es eine Reihe von vielleicht Missverständnissen oder Unklarheiten darüber gibt, die teilweise die Technologie betreffen, die teilweise den Ansatz betreffen. Und im Ergebnis jedenfalls gab es dann den Auftrag von der Senatsverwaltung, diese Konzeptstudie zu schreiben bis zum Ende des Jahres, in der wir versucht haben, mal ein Modell zu skizzieren, wie das aus unserer Sicht funktionieren könnte. Und ich meine, die wesentlichen Elemente, die wir in dem Konzept skizziert haben, sind einerseits die Beteiligung der Bevölkerung beim Aufbau dieser Infrastruktur, der Einsatz der sogenannten Meshing-Technologie, das heißt, dass sich diese Access Points mindestens teilweise untereinander automatisiert vernetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war, dass es unabhängig von einem konkreten Internetprovider ist, also dass wir eher jetzt mit dem Verband der deutschen Internetwirtschaft reden, als Dachgesellschaft oder Dachverband der Internetprovider, und dass es sozusagen unabhängig von einem ganz speziellen Anbieter erfolgt. Und dass als letzter entscheidender Punkt halt da an den Stellen, wo man eine Authentifizierung tatsächlich haben möchte, sogenannte Virtual Private Network, VPN-Technologie eingesetzt wird, mit der man auch die juristischen Bedenken aus dem Weg räumen kann, da wo sie tatsächlich notwendig sind, oder wo man eben auch im weitesten Sinne ein kommerzielles Angebot etablieren kann, wenn man das möchte. Ein wichtiger ungeklärter Punkt ist die Quality of Service, das heißt die Güte der Funkverbindung oder Internetanbindung, wenn man jetzt in Richtung Internet denkt. Da ist es auf jeden Fall so, dass ein WLAN-Netz viele Spezialitäten oder besondere Problemstellungen mit sich bringt, weil es sich um Funkwellen handelt, die halt abhängig sind von der Lokalität, von was gibt's da noch an Störquellen und so weiter. Es ist also sehr schwierig vorherzusagen, wie gut jetzt eigentlich so eine Verbindung ist. Deswegen war unser Vorschlag, gemeinsam mit Fraunhofer hier ein Forschungsprojekt aufzusetzen und zu sagen, wir messen diese Qualität der Verbindung permanent und sammeln da erstmal Informationen, weil das bis heute eben eher ein spekulativer Raum ist. Keiner weiß, wie das genau aussieht. Und erst wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel in so und so viel Prozent der Fälle eine doch relativ gute Netzanbindung haben, dann lässt sich darüber nachdenken, was kann man mit dem Netz vielleicht sogar in kommerzielle Richtung machen. Aber solange man das gar nicht weiß, ist es eben alle Spekulation, und es lohnt sich nicht, sich in hitzigen Debatten darüber auseinanderzusetzen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, solange man das nicht ausprobiert hat. Deswegen ist unser konkreter Vorschlag gewesen, lasst uns das doch mal in einer Pilotstudie einfach testen, einen Versuchsaufbau machen und dort dann Erfahrungen sammeln. Und dieser Prozess gestaltet sich als einfach mal von der zeitlichen Planung her allerdings als etwas langwierig, einfach auch, weil die Beteiligten Partner teilweise sehr große Organisationen sind, also der Eco-Verband ist ja jetzt nicht gerade klein, und die müssen das halt eben auch intern abstimmen. Wir haben es mit der Senatsverwaltung zu tun, wir haben es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Partner zu tun, die alle jetzt nicht so spontan sind, würde ich mal sagen, und eigentlich ist aber alles im Fluss. Also wir haben auch nächste Woche den ersten gemeinsamen Workshop mit den verschiedenen Projektbeteiligten, und es geht weiter, aber es ist eben nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ihr habt nächste Woche den ersten Workshop, heißt, ihr habt ja eine Zeitplanung gemacht. Da bezog sich das ja auch ein bisschen darauf, dass das erste Halbjahr 2011 genau in dieser Phase ist, wo man mit den Projektpartnern erstmal spricht, klärt, wie sind die eigenen Rollen so, ne? Die Partner sind also alle bei, und das geht auch gut und geht seinen Gang. Wie gut es dann geht, werden wir nächste Woche. Okay. Aber auf jeden Fall geht es seinen Gang, aber eben ein bisschen mit zeitlicher Verzögerung. Was sind denn die Schwerpunkte oder die kritischen Punkte daran, die bisher über diesen schönen Konsens oder diese gemeinsame Bereitschaft hinaus noch bis jetzt als schwierige Dissenspunkte auftreten? Das Thema Störerhaftung, das Thema Authentifizierung sind so ein paar Stichworte, ne? Also die
der schwierigste im Moment auf jeden Fall, was das Projekt dieser Umsetzung dieser Konzeptstudie betrifft, ist der schwierigste Aspekt die Frage, dass sowohl die Senatsverwaltung als auch der Eco-Verband sich die Frage stellen, wo ist denn hier der wirtschaftliche Nutzen? Also hier gibt es einen ganz starken Fokus auch auf eine Wirtschaftlichkeit, auf den wirtschaftlichen Betrieb einer solchen Infrastruktur. Das sind halt eben unter anderem aufgrund der Unklarheit, wie gut ist denn dieses Netz überhaupt, für was kann man das benutzen, teilweise noch ungeklärte Fragen. Mein Fokus ist jetzt nicht so sehr der wirtschaftliche Betrieb. Ich würde sagen, ja, das muss schon tragfähig sein, dieses Konzept, aber ich denke nicht, dass es eben rein aus privatwirtschaftlichen Mitteln und dann vielleicht sogar noch als ein gewinnbringendes oder profitables Projekt gestaltet werden muss, ist zumindest meine persönliche Ansicht. Der andere Punkt ist, dass diese Störerhaftung, die ja gerade angesprochen wurde, uns eigentlich erst in diese Misere geführt hat. Wir warten mal kurz, bis die Tür zu ist. Also vielleicht für alle, die nicht genau wissen, was die Störerhaftung bedeutet. Es bedeutet, dass ich über meinen WLAN-Anschluss andere Leute Content herunterladen aus der Privatwirtschaft oder der Medienindustrie, dass ich dann in dem zivilrechtlichen Verfahren in eine Mitschuld komme, dass ich mein Gerät nicht ausreichend gesichert habe und somit verhindert habe, dass das passieren kann. Ich kriege dann in der Regel ein anwaltliches Schreiben mit der Bitte auf Unterlassung, also eine Unterlassungserklärung soll ich unterzeichnen. Ich muss Maßnahmen ergreifen und leider hat sich auch das Gericht dazu entschieden zu sagen, ja, das ist so rechtens, ich muss Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Und dieser Aspekt, dass ich mein WLAN-Netz also absichern muss und ich eigentlich dann in irgendeiner Form dafür mit gerade stehen soll, wenn andere Leute was über meinen Access Point heruntergeladen haben, hat zu einer sehr großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt und letztlich erst dazu geführt, dass eigentlich die meisten Access Points heute eben nicht mehr zugänglich sind. Wäre diese juristische Entscheidung anders verlaufen, dann könnten alle Leute, die darauf Lust haben, ihren WLAN Access Point einfach auflassen. Man könnte vielleicht softwareseitig konfigurieren, wie viel Bandbreite man anderen Leuten zur Verfügung stellen möchte. Und das ganze Thema wäre sowieso sofort vom Tisch. So ist es aber nicht. Also müssen wir damit leben, zumindest im Moment. Ich halte es aber grundsätzlich für eine völlig falsche gerichtliche und auch juristische Entscheidung, diesen Weg so einzuschlagen. Andere Länder haben sich anders entschieden. Die diskutieren gar nicht darüber, ob es dort ein offenes WLAN-Netz gibt. Da gibt es das einfach. Und wir haben uns dadurch international meiner Meinung nach in eine nicht besonders gute Position gebracht im Vergleich. Ich denke aber, dass man trotz dieser Widrigkeiten gibt es immer noch Wege, wie man es anders gestalten kann. Und das ist genau der Handlungsspielraum, den wir versuchen auszuloten, um zu sagen, trotz dieser unschönen und unglücklichen Entscheidung gibt es noch einen Spielraum, dass es ein öffentliches WLAN-Netz gibt und den sollten wir nutzen. Tobias, du hast die Studie ja auch gelesen. Hast du auch gelesen, wie die Pläne sind, welche Partner dabei sind und aber auch natürlich, wo noch die kritischen Punkte sind. Wie ist deine Einschätzung? Ich wollte nochmal zu der Trägerhaftung was sagen, weil es ja tatsächlich sozusagen eigentlich fast der entscheidende Hemmnispunkt zurzeit ist dafür, dass sich so eine selbsttragende Entwicklung da durchsetzt, dass die Leute ihre Netze einfach offen lassen. Andere Länder haben es tatsächlich anders gemacht, also das schon erwähnte Linzer-Projekt beispielsweise, die wollen explizit nicht, dass ihre Leute, die sich einloggen, überwacht werden, Punkt 1. Und sie wollen auch zweitens, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich anonym im Netz zu bewegen. Das haben die, da haben die großen Wert drauf gelegt. Und wir haben ja sozusagen in Deutschland eben eine andere Rechtsprechung bisher. Aber es gibt auch durchaus anderslautende Rechtsauffassungen. Also beispielsweise eine Dissertation, die sich jetzt jüngst mit dem Thema Störerhaftung ausführlich beschäftigt hat, geht eher in die Richtung zu sagen, wir brauchen eigentlich einen Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen privaten WLAN-Betreibern, also Leuten, die ihr eigenes Netz offen lassen, und den großen Internetprovidern. Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum die Telekom für ihre Nutzer nicht haftet, wenn die irgendwas tun, was nicht legal ist, aber sozusagen jemand, der seine 4, 5 Hausmitbewohner, seinen WLAN mitbenutzen lässt, der haftet.
Das ist sozusagen eklatanter Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz. Und das ist natürlich eine Rechtsauffassung, die durchaus ein spannendes Potenzial bietet dafür, dort gegenzusteuern. Und wir haben in der Bundestagsfraktion eine ähnliche Debatte. Wir werden versuchen, bei der Störerhaftung in offenen WLANs jetzt mal einen Schritt voranzukommen und sitzen auch an einem Antragsentwurf, der schon eine ganze Weile in der Debatte ist. Das ist keine einfache Materie. Aber wir werden auf jeden Fall dazu weitere Initiativen machen, um zu gucken, ob man da eben rauskommt aus dem Dilemma. Weil das kann nicht sein. Im Interview von Ihnen kam das ja schön raus, dass im Kern ist es ja die Rechteindustrie, die dahinter steht und die vor allem sozusagen darauf dringt, dass jeder wirklich persönlich identifizierbar ist, weil deren Problem ist das vor allem. So, und es kann eigentlich nicht sein, dass deren wirtschaftliche Interessen sozusagen vor den Interessen anderer Teilnehmer an der Kommunikation stehen. Ne? Und wir haben das Access Point-Sterben, also es machen ja auch massenweise Access Points in Cafés und ähnlichen Einrichtungen zu, weil die dieses Risiko nicht tragen wollen. Und das natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin, die mal eine große Szene von öffentlichen Access Points hatte, ist das einfach ein großes Problem. So. Und das, da muss man sozusagen versuchen, ein Stück weiterzukommen bei dem Problem. Ja. Also wozu das führt, sehen wir, glaube ich, alle, wenn wir bei uns zu Hause unseren Computer öffnen und dann gucken, wie viele WLAN-Netze um uns herum sind. Und dann stellen wir halt fest, dass in so einer dicht besiedelten Stadt wie Berlin ich, egal wo, dann irgendwie 20 bis 30 solche Access Points habe. Und das ist totaler Irrsinn. Also erstens stören die sich alle gegenseitig. Zweitens verbrauchen die unnötige Mengen an Strom. Und drittens erzeugen sie eine unnötige hohe Strahlenbelastung. Also es wäre so viel schlauer zu sagen, wenn wir in unserer Nachbarschaft in dem Empfangsbereich eines Access Points gemeinsam sind, dann teilen wir uns den. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, für den wir einstehen und den wir auch vorantreiben wollen. Also private WLANs laufen in der Regel leer, weil niemand zu Hause ist. Sie laufen aber, kaum jemand schaltet die ja so, dass sie nur zu Feierabendzeiten dann senden, sondern die sind eigentlich den ganzen Tag an. Und das dann mit 30, 40 Anschlüssen in einem Haus ist absurd tatsächlich, weil so viele Kanäle hat man gar nicht und die stören sich eben genau gegenseitig. Mhm. Nochmal zu diesem Widerspruch, den man konstruieren kann, den wir natürlich jetzt nicht so sehen, aber zwischen den wirtschaftlichen Interessen eines solchen Projektes und dem partizipativen Bürgeransatz, würde ich mal so sagen. Ne? Euer Ansatz ist ja einer, der einfach sagt, wir wollen das genau als ein nicht kommerzielles Netz entwickeln, wir wollen das als Bürgernetz entwickeln. Das ist ja ein Ansatz, der rein politisch bei uns herzlich gut zu Hause ist. Auf der anderen Seite sind ja genau die Debatten auch mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft ein bisschen in die Richtung gegangen, Förderprojekte und so weiter, dann, wenn es auch ein Wirtschaftsprojekt ist. Ihr seid jetzt mit dem Verband selber im Gespräch, werdet also dann praktisch an einem Tisch mit dem Verband sitzen und diese beiden Interessen ja irgendwie übereinbringen müssen. Wir müssen einen Kompromiss schließen. Wie könnte der aussehen? Ich würde nicht von einem Kompromiss sprechen, sondern ich würde von einer Interessensvereinigung sprechen. Also ich würde sagen, deswegen war mir am Anfang diese Unterscheidung zwischen dem Intranet und dem Internet sehr wichtig, weil ich sagen würde, dass ich mir das so vorstelle, dass dieses Intranet eine öffentliche Infrastruktur ist, und wobei ich mit öffentlich jetzt nicht unbedingt gleich kommunal meine, sondern es kann eben auch durch die Bevölkerung selbst beigesteuert werden. Aber jedenfalls dieser Betrieb, dieser Infrastruktur, der muss maximal eben kostendeckend funktionieren. Und diese Infrastruktur schafft aber die Voraussetzungen für verschiedene Geschäftsmodelle. Und die möchte ich jetzt gar nicht konkretisieren, aber um nur zwei, drei Beispiele zu nennen, ein kommerzieller Internetzugang wäre so ein kommerzielles Angebot. Es kann auch noch andere Angebote geben. Es könnte vom Taxirufdienst innerhalb dieses Intranets bis zum kostenpflichtige Stadtführungsprogramme oder so, Location-Based Services, eine ganze Reihe weiterer Dienste geben. Aber ich denke, das ist, kann man sich so ähnlich vorstellen wie unsere Verkehrsinfrastruktur, konkret die Straßennetze, die
ja auch viel Handel ermöglichen, auch individuellen Transport ermöglichen, aber die Leute, die diese Straße gebaut und bezahlt haben, müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie die darüber liegenden Geschäftsmodelle funktionieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch für mich persönlich den Schnitt machen würde, in der Ausgestaltung dieser Geschäftsmodelle. Die möchte ich gerne denen überlassen, die dann auch damit Geld verdienen wollen. Ich möchte nur sagen, dass ich nichts dagegen habe, dass auf dieser Plattform auch kommerzielle Dienste stattfinden, weil das für mich auch zu dem freien Netzwerk gehört, was ich mir vorstelle. Tobias, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, das hat durchaus thematische Nähe zum Thema der Netze überhaupt, zu den Planungen, die jetzt auch in Berlin nicht nur um das Berlin-Energie-Stadtwerk laufen, sondern auch zum Thema Netze, Wiederkauf von Netzen, Neuetablierung. Also diese ganze Frage der kommunalen Verfügbarkeit der Gemeinschaft, die verfügbar diese Netze zur Verfügung, ja, also die darüber bestimmen kann vielleicht und aber in einer anderen Weise als, du hast das ja jetzt sehr schön skizziert, diese traditionelle Einteilung ist. Also auch ein bisschen weg von der traditionellen Einteilung, die da heißt, da gibt es eine private Nutzung mit Profit und da gibt es die Bürgernutzung, sondern dass es da eine Gemeinsamkeit gibt, genau, die nicht eine Public-Private-Partnership ist, wie wir das hatten, sondern dass es da einfach ein Miteinander gibt, wo aber beide Seiten sehr fair und sehr miteinander aushandeln, wie die Vorteile sind. Wie könnte sich das verknüpfen mit diesem Thema der Netze? Ja, nun haben wir im Telekommunikationsbereich eben eine Sondersituation ein bisschen, weil im Grundgesetz die Frage nach der Post- und Telekom-Privatisierung sozusagen einfach auf das Problem stößt, dass im Grundgesetz eben ein Privatisierungsgrundsatz drin steht. Also die sozusagen das auch von der Senatsverwaltung immer als ein großes Hemmnis gegen kommunales Netz im TK-Bereich angeführt wird. Also das, die besagt einfach, dass Post- und Telekommunikationsdienstleistungen privatwirtschaftlich zu organisieren sind. Sozusagen die genaue Formulierung kann man sich ja nochmal angucken. Aber da ist der öffentlichen Hand scheinen dort erstmal Grenzen gesetzt zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich schon mal jemand ausgetestet hat. Also das Berlicom-Projekt, was es in Berlin schon mal gab, hat ja versucht, sozusagen eigentlich in öffentlicher Wahrnehmung und Wahrnehmung sozusagen der öffentlichen Verantwortung Telekommunikationsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Aber insofern haben wir ein bisschen eine Sondersituation. Was allerdings die Sache erleichtern könnte, ist, dass wir ja vor uns im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energien einfach einen dramatischen Umbau der Energienetze haben und die schon viel zitierten Smart Grids, die hier kommen müssen, die sind ja sozusagen intelligente Netze und die Funktion besteht eben darin, Informationen über Stromverbrauch, über Stromspitzen, über Ähnliches, über Verbrauchsverhalten, also einfach sozusagen massiv Informationen auch über diese Netze zu schicken. Das wird nicht nur über die Stromnetze selbst gehen, sondern zu dem Zweck müssen auch Glasfaserkabel verknüpft werden mit den Stromnetzen. Und da kann man natürlich, wenn das flächendeckend passiert oder wenn das an großen, entlang großer Trassen auch in der Stadt passiert, kann man natürlich daran denken, über diese Glasfaserkabel und damit über die Stromnetze auch Informationen auszutauschen. Das heißt also eine Infrastruktur zu haben, die auch für Telekommunikationsdienstleistungen als Basis zur Verfügung stünde, und an die man sich wahrscheinlich auch, sozusagen, an die man wahrscheinlich dann auch WLAN-Zugangspunkte anschließen kann. Wie das genau funktioniert, sozusagen wird die, es ist ja alles Zukunftsmusik, es gibt keine Smart Grids bisher, das sind Dinge, die werden erforscht und entwickelt, aber die theoretische Möglichkeit besteht. Und wenn wir darüber reden, dass wir die Stromnetze in öffentlicher Hand zurückholen wollen, könnte man auch darüber reden, dass man mit diesem Instrument eine Möglichkeit hat, dann auch Telekommunikation in die öffentliche Hand zurückzuholen, zumindest ein Grundteil, ein Basisbestandteil der Infrastruktur dafür. Ja. Ja, ich finde die Idee gut und ich denke auch, dass also ein Netzwerk, das ist ja das Schöne an einem Netzwerk, kann sich eben aus ganz vielen Komponenten zusammensetzen. Es können kommunale Teilnetze sein, es könnten genossenschaftliche Teilnetze sein, so wie es in anderen Ländern auch existiert. Aber da reden wir wirklich schon wieder über millionenschwere Investitionen, über langfristige Ziele. Und das, was mich eben bei dem Thema WLAN so bewegt, ist, da muss man eigentlich, also erstens, niemand sagt, die Stadt muss jetzt irgendwie Geld ausgeben. Ja? Zweitens,
alles, was wir wollen, ist eine in Anführungszeichen moralische Unterstützung und eine Befürwortung dieses Projektes, sozusagen PR mit Unterstützung, ein Aufruf, dieses Netzwerk aufzubauen und längerfristig, denke ich, auf politischem Wege die Abschaffung dieser blöden Steuerhaftung, weil das echt ein großes Problem ist und eine völlige Fehlsteuerung meiner Auffassung nach. Aber der Punkt, um den ich persönlich jetzt schon sehr lange streite oder der mir das alles, was ich will, ist, dass durch das Thema Steuerhaftung und durch die Presse so eine Verunsicherung in der Bevölkerung hervorgerufen wurde, dass es ganz schwierig ist, die Leute überhaupt zu mobilisieren, wenn ich von einem offenen WLAN-Netz rede, sich daran zu beteiligen. Unabhängig davon, ob da überhaupt ein Internetanschluss dranhängt, für den sie dann tatsächlich haften oder nicht. Und das heißt, wenn wir so ein Projekt starten wollen, dann brauchen wir eine breit aufgestellte öffentliche Unterstützung, die aufklärt, wieso in dem von uns vorgeschlagenen Projekt diese Störerhaftung für die betroffenen Personen nicht existiert. Und wir müssen den gemeinsamen politischen Willen haben, dass wir das tun wollen. So, und um viel mehr geht's eigentlich gar nicht. Und deswegen finde ich das auch sehr hinderlich, jetzt das auch in so einen größeren Kontext zu bringen, wo es dann gleich wieder um große Investitionen geht und wo man von Projektlaufzeiten über die nächsten 15 Jahre spricht, sondern hier geht's ganz konkret um irgendwas, was eigentlich morgen anfangen könnte. Und wo ich mir sehr stark wünschen würde, dass wir nicht so lange darüber sprechen, sondern letzten Endes möglichst bald handeln. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also es geht um Respekt auch für das Thema und eine Akzeptanzkampagne, dass gerade die Berliner nicht so stark die Punkte sehen, die vielleicht kritisch sind, die vielleicht sie bedrücken könnten, sondern dass man wirklich auch ein bisschen stärker in den Dialog über die Chancen dazu einsteigt. Ich denke, da sind wir ganz d'accord, das ist auch unser Thema und auch der Aspekt, dass du sagst, ich will jetzt nicht in 3 Jahren drüber reden, ob vielleicht die Berliner die Netze oder die Linken irgendwann die Netze kaufen, sondern ich möchte natürlich zeitnah starten, ich möchte etwas Vorzeigbares haben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja durchaus auch den Versuch, darüber nachzudenken, auch von der Senatsverwaltung ist das ja angeregt worden, dass man das Projekt eher noch ein bisschen kleiner macht und eher noch mal so eine kleinere Gruppen raussucht. Also entweder nur ein Angebot für Touristen macht oder spezifischere Inhalte für Berliner, um über eine solche weiße Liste, sagen wir mal, bestimmte Sachen auch der Haftung, aber auch bestimmte Sachen der Kontrolle, auch der Authentifizierung vielleicht auszuschließen. Also wie stehst du zu diesen Modellen, die so ein bisschen ja aus der Ecke kommen? Na, damit könnten wir doch schon mal anfangen. Ja, finde ich sehr gut. Und auch hier wieder möchte ich diesen Unterschied zwischen dem Intranet und dem Internet nochmal herbeiziehen. Die eine Sache ist, dass wir dieses Intranet ganz unabhängig von dem Thema Störerhaftung und so weiter aufbauen können. Und die Stadt kann selbstverständlich innerhalb dieses Intranets eigene Dienste anbieten, wie zum Beispiel Bürgerdienste, Tourismusinformationen etc. pp. Die muss man sich dann so vorstellen, wie eben eigene Server oder Services, genauso wie sie halt im Internet auch existieren. Und ich kann sagen, innerhalb dieses Intranet gibt es bestimmte Angebote von der Stadt auf den Servern der Stadt zum Beispiel. Und da geht es überhaupt nicht um das Thema Störerhaftung oder um irgendwelche Rechtsfragen, sondern in diesem Netzwerk kann eigentlich jeder das tun, was er will. Und wir müssen die großen, schwierigen Themen gar nicht so voranstellen, sondern wir könnten sagen, so ein Intranet, an dem sich alle beteiligen, ist für alle gut und das machen wir jetzt. Und ob dann eine Grundversorgung des Internets da irgendwann mal realisiert wird, durch die Stadt oder nicht, ist eine andere Diskussion, die kann man nachrangig behandeln, da kann man noch jahrelang drüber diskutieren, wenn man möchte, hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob denn jetzt so ein Intranet für uns alle eine gute Idee ist. Da stellt sich natürlich bloß die Frage, welchen Mehrwert ein Intranet bietet. Also ich glaube, dass es den Mehrwert eindeutig gibt und dass es sehr sinnvoll ist, damit einzusteigen. Glaube aber auch, dass sozusagen die User und die Angeschlossenen,
die sich ja durchaus mit einem bisschen eigenem Engagement dann dafür auch einsetzen müssen, indem sie beispielsweise bestimmte Router programmieren oder zumindest erstmal anschließen, einstellen und so weiter, dass die natürlich sagen, ich richte mir aber nicht sozusagen doppelt Dinge ein. Also ich will nicht ein Netz haben, mit dem ich ins Internet gehe und eins sozusagen, mit dem ich mich in dem Stadtnetz, stadtweiten Netz, Intranet und so weiter bewege. Also würde schon über einen Router laufen. Ne? Aber deswegen denke ich, wenn man sozusagen echten Mehrwert schaffen will, sollte man schon versuchen, die Frage sozusagen eines Intranets, in dem man sich hier bewegt, kommuniziert, mit der Frage Internetzugang zu verknüpfen. Weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, der viele Leute versuchen, also viele Leute dazu bringen würde, da schneller einzusteigen. Ja, dann wäre es sozusagen keine Frage von, sagen wir mal, computeraffinen oder netzaffinen Menschen, die einfach sofort den Netz, also den Mehrwert sehen, sondern dann wäre es eine Frage sozusagen eines für jeden sofort evidenten Angebots, das sie nutzen können. Und da kommen natürlich große Probleme. Beispielsweise, wenn wir sagen, über das Intranet gibt es dann als ein Angebot, als eine Möglichkeit, auch einen kommerziellen Internetanbieter zu erreichen. Da kommen wir natürlich ganz schnell in wettbewerbsrechtliche Fragestellungen. Ne? Ja, klar. Deswegen reden wir ja nicht mit einem Internetprovider, sondern mit dem Verband der Internetwirtschaft, weil es genau nicht unser Ziel ist zu sagen, hier gibt es einen Internetanbieter, der da exklusiv dann sein Internet anbietet. Übrigens auch etwas, was eigentlich nur in Deutschland und bei der Deutschen Bahn passiert. Also zum Beispiel beim Flughafen Zürich, wenn ich dort unterwegs bin, dann kann ich meinen Computer öffnen, dann sehe ich also, hier gibt's WLAN und habe dann das komplette Angebot aller Provider und kann mich in dem Moment entscheiden, ich möchte über diesen oder diesen Provider ins Netz gehen. Genauso stellen wir uns das auch vor. Entweder bin ich Bestandskunde bei einem Internetprovider und habe dort schon einen Vertrag, dann kann ich den auch innerhalb dieses Intranets weiter benutzen, oder ich habe noch keinen Vertrag, dann können mir alle Internetprovider ihre Angebote dort halt zur Verfügung stellen und ich kann dann halt auswählen, ich möchte diesen oder diesen Weg gehen. Und wenn wir den Zugang zum Internet über die Internetprovider abwickeln, haben wir überhaupt keine juristischen Probleme, weil das ist genau der Weg, der heute auch im Kabelnetz gegangen wird. Nämlich die Internetprovider sind die Internetprovider. Wenn die Internet anbieten, dann machen sie das, was sie die ganze Zeit machen. Und da gibt's überhaupt keine juristischen Probleme. Das heißt, die Internetprovider könnten selbstverständlich innerhalb dieses Intranets ihre Internetzugänge und Dienste anbieten. Ich habe eine Auswahl und sage, ich möchte über diesen oder diesen Internetprovider gehen und fertig ist der Lack. So. Wenn wir über Grundversorgung reden, reden wir über was anderes. Da muss ja irgendjemand dann dafür bezahlen, dass jemand anders einen Internetzugang zur Verfügung stellt. Aber ich möchte nur sagen, dass sich dieses Intranet nebst Internetzugang über Internetprovider juristisch völlig unproblematisch lösen ließe. Und das ist genau der Weg, den wir verfolgen. Ja, das scheint ja in dieser Fülle der Beteiligten und ihren verschiedenen Rollen insofern wirklich ein stimmiges Konzept, denke ich schon. Und wenn ihr da weiter dran arbeitet, müsste man wirklich schauen, wie weit der Senat, und da haben wir natürlich jetzt ein schwieriges Jahr, wir haben jetzt Wahljahr, am 18. wird gewählt, wie weit und wie schnell Berlin sich da in welcher Form da mal wieder committen kann, ne, zu dem, was er so macht. Ich würde an der Stelle vielleicht gerne dann die Möglichkeit auch geben, dass die Beteiligten hier im Raum und die Angeschlossenen an den Bildschirmen mit ihren Fragen, mit ihren Hinweisen vielleicht nochmal sich an uns wenden können, insofern es vielleicht solche Hinweise und Fragen gibt. Ansonsten gibt es natürlich keinen Zwang, jetzt hier die Diskussion ewig auszuformulieren. Es gibt jetzt jeden Tag ganz viele Wahlveranstaltungen, da wird sehr lange gesprochen und im Mittelpunkt sollte natürlich der Dialog auch untereinander liegen. Ich schaue jetzt einfach mal in den Raum, ob jetzt jemand sich zu dem Gesagten jetzt auch zu den Konzepten nochmal äußern möchte, sonst können wir natürlich, wir stehen natürlich sowohl der Jürgen Neumann als auch Tobias dann noch auch bei einem guten Bier hier zur Verfügung. Das sehe ich. Ja, vielleicht hier kann Sebastian Koch mal vorkommen. Reiche Kabel. Meine Frage tatsächlich, die sich mir aufdrängt, egal ob man das jetzt über ein kommunales WLAN macht, was von der Stadt betrieben wird, oder über einen Freifunk oder ähnliches, ist, wie sichert man
sozusagen die einzelnen Rechner letztlich der Teilnehmer untereinander ab? Also wenn wir alle uns in gemeinsamen Intranet bewegen, dann gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeit auf sozusagen für unerlaubten Zugriff oder ähnliches. Das würde mich mal interessieren, was da für Ideen gibt, weil das kommt ja zwangsläufig mit. Da kann ich ja gleich was zu sagen. Also das WLAN-Netz ist an der Stelle genauso wie das Internet, das kabelgebundene Internet, da verhält es sich absolut identisch. Das heißt, wenn ich meine Daten unverschlüsselt über dieses Netzwerk schicke, dann sind sie für andere auch mitlesbar. Und ich setze mich der Gefahr aus, dass andere Leute dann meine Zugänge ausspionieren können und so weiter und so fort, so wie das im Internet kabelgebunden aber auch der Fall ist. Und da gibt es mehrere etablierte Technologien. Ich fange mal mit so einfachen Sachen wie SSL, Secure Socket Layer an, bedeutet zwischen meinem Bankrechner und meinem PC wird ad hoc eine Verschlüsselung aufgebaut in dem Moment, wo ich auf diesen Server zugreife, und das dazwischenliegende Medium ist völlig egal. Also ob ich jetzt über ein WLAN-Netz oder ein kabelgebundenes Netzwerk von meinem Rechner aus auf diesen Bankrechner zugreife, in dem Moment, wo da oben HTTPS und nicht nur HTTP steht, ist eine verschlüsselte Verbindung von meinem Client zum Server hergestellt worden und der Kanal ist also absolut abgesichert. An meinem Computer muss ich eine Firewall betreiben und sollte darauf achten, welche Dienste da eben aktiviert sind. Das ist aber das gleiche Thema auch, wie wenn ich meinen Computer ans DSL anschließe und darüber im Internet bin. Auch da gibt es keinen Unterschied. Und darüber hinaus gibt es durch die VPN-Technologie eben noch eine zusätzliche Absicherung, wo man sagen könnte, selbst Dienste, die jetzt nicht per se mit so einer Secure Socket Layer Verschlüsselung aufwarten, könnte ich zumindest in dieser Funkstrecke noch verschlüsseln, damit sie eben nicht für jeden einfach abhörbar sind. Damit habe ich aber immer noch keine sichere Verbindung, weil spätestens der Endpunkt dieses VPN-Tunnels dann ja doch wieder Zugriff auf alle Daten hätte. Also die Sicherheit der Kommunikationsinfrastruktur ist völlig unabhängig von diesen Medien zu betrachten und man muss einfach sagen, dass man darauf achten muss, dass ich grundsätzlich verschlüsselte Verbindungen zu den Serverdiensten benutzen sollte, die es gibt. Also im HTTP, beim Web, dass da oben HTTPS steht. Bei E-Mail-Programmen gibt es auch TLS als Verschlüsselung oder andere Technologien. Glücklicherweise bieten das auch immer mehr Provider mit an. Und in dem Moment, wo ich dann ein solches verschlüsseltes Angebot nutze, ist medienunabhängig diese Verbindung abgesichert. Ich hätte zwei Fragen, vorrangig an Jürgen Neumann, aber freue mich auch auf eine Stellungnahme von Tobias Schulze. Die eine Frage geht um die Authentifizierung. Tobias Schulze hat erzählt, dass in Linz, Österreich, andere Rechtslage, es bewusst so ist, dass man sich nicht authentifiziert, dass das anonym läuft. Hier in dem Konzept oder in den Planungen, die du vorgestellt hast, geht es um die Möglichkeit einer Authentifizierung. Wie ist dann in Deutschland die Rechtslage? Brauchen wir das überhaupt? Was sind die Vor- und Nachteile? Und eben, was könnte da der politische Wille sein? Die zweite Frage geht um den Punkt mit den Touristen. Das war ganz am Anfang ein Statement von Jürgen Neumann, dass die Touristen ja was davon hätten, wenn sie wüssten, in Berlin kämen sie über eine Adresse sozusagen immer ins WLAN, sage ich jetzt mal dumm, und damit konkret diese Teilung Intranet, Internet aufzumachen, weil bei dem Konzept, so wie du es jetzt vorgestellt hast, Jürgen, kommen die dann im Idealfall ins Intranet Berlins und haben da dann den Zugriff auf alle deutschen kommerziellen Access Provider und müssen dann trotzdem wieder Roaming-Gebühren zahlen. Also wie könnte man sozusagen diese an sich ja sehr clevere Idee des Intranets mit Zugang zum Internet auch für Touristen attraktiv gestalten? Also vielleicht der erste Teil der Frage, ob man sich authentifizieren muss oder nicht. Also ich persönlich bin ein starker Verfechter davon, dass ich ein Recht auf anonymen Internetzugang auf jeden Fall möchte. Ich will nicht, dass jeder mitbekommt, was ich im Internet mache. Ich will nicht, dass es kontrollierbar ist. Und ich glaube auch, dass wir uns damit gesellschaftlich keinen Gefallen tun. Ich würde mich sogar dafür stark machen, dass es ein Recht auf Anonymität gibt. Den Vorschlag, dass wir über diese VPN-Technologie einen nicht anonymen Zugang
ermöglichen, war nur, um ein Pendant zu einem kabelgebundenen DSL-Anschluss herzustellen, wo ich ja auch als Kunde der Firma einen Named Account, also einen zuordbaren, nicht anonymisierten Account habe. Und es war also nur unser Beitrag zu sagen, dieselben Mechanismen, die ihr heute bei kabelgebundenen Netzen einsetzt, könntet ihr über VPN auch in diesem WLAN-Netz einsetzen. Es ist aber nicht der Plan zu sagen, jeder, der dann diesen Internetzugang nutzt, muss sich auch authentifizieren. Also ist mir auch nochmal ganz wichtig. Zu der Frage, was jetzt Touristen davon hätten, wenn es einen Intranet-Zugang gäbe, aber keinen Internetzugang oder eben dann nur einen umständlich für sie vielleicht auch teureren Zugang, das stimmt natürlich. Ich würde es allerdings anders sehen. Also ich würde sagen, innerhalb des Intranets kann es für Touristen interessante Angebote geben, wie zum Beispiel location-based Informationen zu bestimmten Denkmälern, Orten oder sonst was. Und ich denke eben doch, dass es eine gesponserte Flatrate geben sollte, die auch heißt, ich habe eine bestimmte Grundfunktionalität des Internets zur Verfügung. Ich kann im Web surfen, ich kann vielleicht meinen IMAP oder E-Mail-Server abrufen, habe aber eben nicht so eine hohe Bandbreite und vielleicht bietet mir das sogar das Café an, in dem ich gerade sitze. Also das heißt, wir reden ja nicht von einer riesen Netzwerkinfrastruktur, die von einem Ende der Stadt bis zum anderen Ende der Stadt dieselbe ist, sondern diese WLAN-Technik ist ja sehr lokal. Und wenn ich dann eben in dem Café sitze, wo ich mich gerade befinde, dann könnte es ja sein, dass mir das Café einen kostenlosen Internetzugang über dieses Netzwerk zur Verfügung stellt. Das ist der Gedanke. Nochmal kurz zu dem Thema Authentifizierung. Du sagst, hast das ja jetzt ein bisschen auf die Frage hin so als das eine und das andere dargestellt, ne? Also die Möglichkeit dazu, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, es zu lassen. Ein Argument natürlich ist auch, dass Menschen sagen, na ja, wenn ich erstmal damit starte, mit diesen Authentifizierungsdaten, dann muss ich die ja auch auf einem zentralen Server speichern und dann unterliege ich ja genau wieder ganz, ganz vielen Gesetzen und entsprechenden Datenschutzregeln. Da wird es doch gerade schwierig, oder? Weil, also das war ja das, was ich meinte, wenn die Internetprovider dieses Internet anbieten, dann ist es genau das Gleiche wie heute mit meinem DSL-Anschluss zu Hause. Meinen DSL-Anschluss zu Hause habe ich auch nicht anonym, sondern ich habe da halt ein Vertragsverhältnis mit einem Internetprovider und der kann eben aufgrund dieser meines Modems oder in dem Moment, wo ich dann über mein Modem zu dem Internetprovider die Verbindung aufbaue, sieht er, dass zumindest über meinen Anschluss da was passiert. Durch die VPN-Technik kann ich genau das Gleiche übers WLAN-Netz erreichen. Das heißt, ich wäre eben Kunde bei Internetprovider A, bewege mich im WLAN-Netz, benutze mein VPN und authentifiziere mich dann bei meinem Internetprovider und habe dadurch dann auch meinen Internetzugang. Und die Datensammlung und ob man jetzt da Vorratsdatenspeicherung betreiben muss und so weiter und so fort, ist völlig unabhängig von der Frage, über welches Medium es geht. Natürlich bin ich persönlich auch wieder dafür, möglichst keine Daten zu sammeln. Aber das sind ja alles juristische Themen, die Politik halt entsprechend ändern muss. Und da kann ich jetzt nicht so viel machen, außer vielleicht zu gucken, welche Partei setzt sich denn an der Stelle zum Beispiel gegen die Vorratsdatenspeicherung ein oder welche Partei engagiert sich jetzt für einen anonymen Internetzugang etc. pp. Ja, da heißt es immer Augen auf beim Kreuzchen. Absolut. Vor allem natürlich auch, weil letztendlich auch die Bundesnetzagentur, da hast du ja ganz recht, das wird ja immer so gesagt, wir haben dann das Telekommunikationsgesetz, wir haben die Bundesnetzagentur, das wird ja gern so dargestellt als feste Säulen, aber auch da sind natürlich ganz konkrete Vertreter des Landes Berlin, der Parteien drin und es obliegt natürlich ihnen, ganz konkrete Mehrheiten für Regelungen zu finden. Ja, vielleicht nochmal dazu. Das macht wahrscheinlich schon Sinn, sozusagen ihr mit eurer Initiative als Basistechnologie, die natürlich sozusagen an sich schon den großen Nutzen hat, einfach auch nochmal über die politischen Begleiterscheinungen mitzusprechen. Also das Thema Vorratsdatenspeicherung fiel gerade schon und man könnte auch in den Debatten, die jetzt in den letzten Jahren gelaufen sind, einfach sehen, dass das Thema Vorratsdatenspeicherung in der Frage Authentifizierung eine Rolle gespielt hat. Ja. Neben der Störerhaftung, muss man sagen. Und da sehen wir einfach sozusagen, dass
dass dieses freie WLAN als WLAN sozusagen erstmal nur eine Technik ist, die aber politisch entsprechend gestaltet werden muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die ist nicht, also die ist zwar sozusagen erstmal neutral, aber wie, ob sie dann wirklich diesen am Anfang von uns skizzierten emanzipatorischen und vielleicht auch sozial ausgleichenden Effekt hat, hängt stark damit zusammen, was man dann auf diese Basistechnologie aufsetzt und wie sie gestaltet wird. Ja. Und da sind wir uns ja völlig einig, dass man eigentlich die Möglichkeit eines anonymen Zugangs haben sollte, dass es eigentlich nicht sein kann, dass alles überwacht wird, was dann in diesem Stadtnetz passiert und schon gar nicht, was die Leute im Internet tun, sondern dass man die Möglichkeit haben muss, diese Dinge auch sozusagen ohne den Kotau vor der Rechteindustrie zu machen, zu tun und zu lassen. Ich meine, der Betreiber der Straße wird auch nicht dafür haftbar gemacht, wenn auf seiner Straße jemand einen Autounfall baut, ja, sondern da ist der Mensch selber dafür zuständig. Und so ähnlich ist das hier auch. Deswegen finde ich es ziemlich wichtig, dass wir gucken, dass wir sozusagen nicht mit diesem Netz eine neue quasi Überwachungsinfrastruktur installieren, die es bisher so nicht gab in Berlin, ja, sondern dass wir versuchen, dass wir die politische Voraussetzung, nämlich sozusagen eines weitgehend freien, anonymen Internetzugangs, dass wir versuchen, die auch als politisches Begleitprogramm mitzufahren. Also Abschaffung Störerhaftung zum Beispiel, wenn man da einen Schritt vorankommt und ähnliche Geschichten. Also das sollten wir vielleicht nochmal mitdenken. Das ist klar, sozusagen, ihr habt den anderen Fokus, ihr wollt sozusagen endlich dieses WLAN in der Stadt haben. Ich würde aber für uns als politische Partei auch sagen, sozusagen dieses WLAN soll wirklich ein freies Netz im progressiven Sinne sozusagen werden. Da werden wir uns auch für einsetzen. Dann liegen wir jetzt völlig auf einer Linie, aber genau Augen auf beim Kreuzchen machen und sagen Augen auf auch bei der Debatte jetzt dazu. Also wenn man sich die SPD gerade anguckt und das Thema Vorratsdatenspeicherung, da ist man sich da eben dann nicht mehr so besonders sicher. Und wenn man sich mal die Wahlprogramme anguckt, du hast recht, es stehen natürlich in allen Wahlprogrammen dazu Formulierungen drin. Aber was heißt das dann konkret? Da sozusagen sollte man dann auch nochmal nachfragen. Wir haben natürlich heute nicht die Vertreter der anderen Parteien hier. Aber da im Vorfeld des Wahlkampfs auch nochmal zu fragen, was meint ihr denn, wenn ihr öffentliches WLAN sagt? Was heißt das denn für euch? Welche Begleitbedingungen rechnet ihr damit ein? Wie wollt ihr das umsetzen? Wer soll es finanzieren? Wie sieht es mit den ganzen rechtlichen Bedingungen aus? Die Frage sollte man dann seinem Abgeordneten und seiner zu wählenden Partei auch stellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die CDU beispielsweise, die auch eine durchaus aktive Initiative ergriffen hat für ein freies WLAN, sozusagen da noch ganz andere Auffassungen hat als Partei des geistigen Eigentums, als sie das jetzt sozusagen so in ihr Wahlprogramm schreibt. Und da, denke ich, müssen wir uns dann auch schon nochmal ein bisschen über die Details und über die Einzelheiten dann unterhalten. Zweiter Punkt vielleicht noch das informationelle Grundangebot, was ich auch mal so als Begleiterscheinung einschätzen würde. Wenn wir am Anfang gesagt haben, sozusagen der 40 Euro mobile Funkzugang ist eigentlich für viele Leute zu teuer, dann muss man natürlich auch darüber reden, welche Möglichkeiten hat man als, sagen wir mal, Großkunde, wie auch immer, als Großabnehmer, als sozusagen Körperschaft, als Gebiet hier, um da einen Schritt voranzukommen. Weil wenn wir sagen, irgendwie jeder hat dann die Chance, natürlich seinen Provider anzuwählen, den er auch ohnehin schon nutzt, dann ist der Effekt natürlich sozusagen auf der Verknüpfungsebene, auf der Vernetzungsebene da, auf der Kostenebene ist er dann natürlich nicht da. Ja, so da, aber da müssen wir auch gucken, dass wenn wir sagen, wir wollen gewissen die soziale Spaltung, die digitale Spaltung ein bisschen überwinden, dass wir da noch ein bisschen Gehirnschmalz drauf verwenden und sagen, welche Möglichkeiten gibt es dann denn, wenn wir jetzt so ein WLAN haben, relativ flächendeckend, welche Möglichkeiten gibt es dann denn auch zu kostengünstigen Internetzugängen im Sinne eines Basisangebots zu kommen, ohne dass ich sozusagen der Priorisierung hier das Wort reden will. Aber zu sagen, es gibt, was weiß ich, genau den Basiszugang, den jeder Berliner, jede Berlinerin hier für wenig Geld in Anspruch nehmen kann, ohne dass er da jetzt gigabyteweise Filme saugen kann. Vielleicht ist es dafür dann zu langsam. Aber die Chance hat, erstmal teilzunehmen am öffentlichen Leben. Ich denke halt, dass wenn wir wollen, dass die Bevölkerung sich an so einem Projekt beteiligt und die wir sie quasi, ich meine, die müssten sich ja so einen Access Point dann kaufen und bei sich aufstellen und auch den Strom dafür bezahlen und so weiter, dann muss es auch eine Incentivierung in die Richtung geben, dass die dann vielleicht das Netz kostenlos benutzen können oder zumindest halt sehr kostengünstig. Und das ist genau auch ein Thema, was wir mit dem Eco-Verband ja auch besprechen wollen.
Und vielleicht nochmal der letzte Punkt. Also es ist ja nicht so, dass die Störerhaftung jetzt vollständig dazu geführt hat, dass alle ihre Internetanschlüsse geschlossen haben. Und ich meine, ich persönlich würde halt ein Stück weit in zu so einer Art zivilem Ungehorsam aufrufen und sagen, Leute, lasst euch nicht total einschüchtern. Es ist überhaupt nicht juristisch geklärt, ob ein offenes WLAN-Netz, was per se nicht verschlüsselt sein kann, weil es ja sonst ein geschlossenes WLAN-Netz ist, ob das überhaupt unter die Störerhaftung fällt, weil ich finde, das ist eine ganz extreme Interessensabwägung zu sagen, und das gab es auch noch nicht, dass jetzt ein Gericht sagen würde, also zum Beispiel Freifunk als Initiative darf es nicht mehr geben, weil es kein offenes WLAN-Netz mehr geben darf. Und das möchte ich dann auch wirklich juristisch durchfechten bis in die letzte Ecke. Aber meine Rechtsauffassung geht auf jeden Fall dahin, dass ich verstehen kann, dass die Störerhaftungskonstruktion in dem Fall, wo jemand aus Versehen seinen Access Point aufgelassen hat, dann vielleicht wirkungsvoll ist. Wie das aber ist, wenn wir sagen, wir wollen ein offenes WLAN-Netz und mein Access Point ist explizit Teil dieses offenen WLAN-Netzes, das ist zum Beispiel auch noch eine Frage, die ist überhaupt nicht geklärt. Und solange es da dieses Rumgeeier gibt, würde ich eben bei den Leuten, die sich bewusst darüber sind, welches Risiko sie dabei eingehen, aber trotzdem den Schneid haben zu sagen, ich mach's trotzdem, würde ich halt sagen, ja, dann lasst halt eure Access Points auf und dann gucken wir mal, was da passiert. So, aber ich denke, natürlich kann man das jetzt nicht als allgemeine Empfehlung aussprechen. So. Also es wäre schon toll, wenn sich da dann auch juristisch was verändern würde. Naja, das ist ja ein wichtiger Hinweis, ne? Dass man auch einfach dann mal sagen muss, da ändert sich ja was im System. Das ist ja ein Paradigmenwechsel. So, was im vorherigen System meinetwegen oder wo man auch sagen kann, okay, da geht es um einen Einzelprozess, ist das was anderes. Jetzt gibt es hier noch wichtige Fragen aus der Weite des Netzes. Die nehmen wir gerne auf. Die Frage war, ob wir als Freifunk-Initiative Erfahrungen mit Abmahnungen gemacht haben. Und, wie bitte? Mit Urheberrechtsverletzungen, ja genau. Jein. Also wir haben einzelne Fälle, wo Leute abgemahnt wurden wegen Urheberrechtsverletzungen, die sich aber leider nicht so explizit freifunkmäßig verhalten hatten, wie wir das eigentlich auch empfehlen. Und mittlerweile haben wir dazu eine Initiative gegründet, die heißt Freifunk statt Angst und ist auch unter dieser URL im Internet zu finden. Und wir haben ein abgewandeltes Schreiben formuliert, was wir dann immer zurückschicken an diese Rechtsanwaltskanzleien und sagen, sorry, aber das, was ihr von uns wollt, können wir gar nicht machen, weil sonst machen wir nicht mehr das, was wir machen wollen. Und bisher ist es so, dass es darauf keine Erwiderung gab. Also es gibt keinen einzigen zu Ende gefochtenen Prozess. Das endete immer damit, dass wir eben unsere abgewandelte Unterlassungserklärung da zurückgeschickt haben und dann war die Gegenseite still. Mhm. Tobias, dazu noch? Jetzt nicht speziell zu den Urheberrechtsverletzungen, aber das Thema hat noch eine spannende rechtliche Dimension. Es gibt da in Deutschland hat sich auch der englische Internetdienst Phone ja sozusagen betätigt, der eben ermöglicht, dass man über verschiedene Access Points in anderen Städten sozusagen online geht und diese mit nutzt. Dagegen hat ein Internetprovider geklagt und die haben sich gerade kürzlich gestern außergerichtlich geeinigt. Da ging die Meldung rum und ist natürlich eine spannende Frage. Also der Internetprovider hat in der Regel Recht bekommen bei den bisherigen Entscheidungen mit der Begründung, wenn man WLANs teilt, mindert das die wirtschaftlichen Chancen der Internetprovider. Und das natürlich sozusagen für die ökonomische Debatte, die dahinter steht, die wir auch im Falle eines stadtweiten WLANs wahrscheinlich zu befürchten hätten, dass diese ökonomische Debatte auf uns zukommt. Sozusagen diese Frage ist natürlich interessant. Man weiß jetzt nicht, was, die haben sich geeinigt, also haben es außergerichtlich beigelegt, den Streit. Man weiß jetzt nicht genau, was sozusagen, worauf die sich geeinigt haben, was der Hintergrund ist, wer wem was angeboten hat. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass auch sozusagen vor dem Hintergrund von EU und Wettbewerbsrecht möglicherweise bei geteilten WLANs einfach sozusagen Auseinandersetzungen kommen werden, um die Frage, wer verdient eigentlich mit dem Sachen Geld und was für Geld und wie viel Geld.
Und das wird nochmal spannend. Also die bisherige Rechtsprechung war da relativ eindeutig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da in Zukunft möglicherweise auch nach dieser Einigung einfach neue Modelle entstehen. Also da gibt es auch nochmal wieder einen ganz wichtigen Aspekt. Also Phon wird da sehr gerne so mit diesen ganzen WLAN-Themen in einen Topf geworfen. Aber man muss sich halt verdeutlichen, dass Phon ein eigenes Businessmodell on top of das Businessmodell eines Internetproviders betreibt. So. Das machen Freifunk nicht, das soll unser Bürgerinnennetz nicht machen. Es geht also uns gar nicht darum, jetzt ein Geschäftsmodell nochmal darauf aufzusetzen. Und bei der Frage, ob wir denn dann den Profit der Internetprovider schmälern, weil nicht mehr so viele DSL- oder Internetanschlüsse verkauft werden, das finde ich ist eine aberwitzige Diskussion, die möchte ich eigentlich gar nicht führen. Selbst wenn es so wäre, also selbst wenn sich jetzt 30 Leute in einem Haus nicht mehr 30 DSL-Anschlüsse kaufen würden, sondern nur noch einen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird dieser eine DSL-Anschluss teurer, weil nämlich einfach weniger davon verkauft werden. Das wäre aber für die 30 Leute, die ihn sich dann teilen, egal. Also mir wäre es jedenfalls egal. Und das zweite wäre, dass der Internetanschluss ja vielleicht zu langsam wäre und ich dann sowieso einen schnelleren DSL-Anschluss bräuchte. Und die Erfahrung, die wir aber gemacht haben, gehen in eine ganz andere Richtung. Und zum Beispiel in anderen Ländern, zum Beispiel in den nordosteuropäischen Ländern, ist ja Internet längst eine vom Grundrecht auch zugesicherte Grundversorgung. Da haben die Leute echt wahnsinnig schnelle Internetanschlüsse zu Hause und die wollen trotzdem Access Points aufstellen, um dieses diesen Internetzugang in den öffentlichen Raum und auf die Straße zu bringen. Das heißt, es ist auch gar nicht so eine Entweder-Oder-Entscheidung, dass ich sage, ja, wenn ich überall kostenlosen Internetzugang über WLAN hätte, dann hätte ich vielleicht zu Hause keinen DSL-Anschluss mehr. Bei allen Sachen, die ich mir mit anderen Menschen teile, gehe ich auch Einschränkungen ein. Ein geteiltes WLAN-Netz im öffentlichen Raum wird niemals so schnell und komfortabel und zuverlässig sein wie mein eigener DSL-Anschluss, den ich per Kabel nur für mich habe. Und ich glaube, dass wir uns über diese Marktgeschichten, wie jetzt welcher Provider dann was davon hat oder nicht hat, da möchte ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und von mir aus kann es dann da irgendwie, kann es Effekte haben. In welche Richtung die gehen, weiß sowieso keiner. Aber wenn es dazu führen würde, dass es weniger verkaufte Internetanschlüsse gäbe, dann würde ich sagen, dann werden wahrscheinlich die verkauft werden, teurer. So. Aber da sich dann eben mehrere Leute diesen Anschluss teilen, wird es für den Einzelnen bleibt es genauso teuer oder wird billiger oder wie auch immer. Das scheint mir jetzt auch eine spekulative Sache zu sein, die nicht unspannend ist, gerade wenn es hier um die Argumente geht. Aber ich denke, dass für uns jetzt nochmal als Gruppe wirklich einfach nochmal wichtig ist zu sein, dass wir hier als LAG euer Tun, glaube ich, da gucke ich jetzt mal hier meinen Kollegen ins Äuglein, unterstützen, dass wir dieses Konzept der Herangehensweise unterstützen, dass wir auch bereit sind, natürlich das in unseren Möglichkeiten weiter mit im Blick zu haben, also ein Kooperationsangebot, dass wir sicher auch gerne dann im Herbst, wenn ihr da ein Stück weiter schon seid, wenn sich vielleicht auch positive und negative Seiten noch ein bisschen weiterentwickelt haben, gerne auch für eine weitere Gesprächsrunde zur Verfügung stehen und natürlich auch selber ja Akteure sind, die sowohl die Bundebene sehr stark im Blick haben, aber auch die Berliner Ebene, sodass also dieses Zusammenspiel zwischen Bezirke habe ich noch vergessen, ja, aber zumindest das Zusammenspiel zwischen der Bundespolitik, zwischen dem, was in der Berliner Politik passiert und natürlich aber auch im Kiez passiert, uns selber auch sehr wichtig ist. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir den Dialog, den wir heute so ein bisschen begonnen haben, der jetzt das Thema angerissen hat, aber nochmal deutlich gemacht hat, wo es Übereinstimmung gibt, dass wir den vielleicht im Herbst mal weiterführen. Ich danke an der Stelle nochmal Jörg Braun, der die Veranstaltung organisiert hat, von dem auch der Impuls kam nach unserem Dialog. Nochmal ganz herzlich hier dem
Team von Halina Waschczyniak, in deren Büro wir hier waren. Ganz charmantes Ambiente. Draußen geht gerade die Welt unter. Das machen wir gerne bei unseren Veranstaltungen. Also ich glaube, in Zukunft schreiben wir immer rein, bringen Sie Gummistiefel mit. Die Veranstaltung enden im Regen. Das ist ein guter Brauch. Wir lieben Bräuche und wir freuen uns sehr, wenn all diejenigen, die uns heute im Netz verfolgt haben, auch das nächste Mal bei uns sind, bei unserer nächsten Veranstaltung. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.